In der letzten Zeit gab es eine Meldung, die unberechtigterweise etwas untergegangen ist. Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte eine gute Idee. Also war natürlich ein Versehen. Er hat sich auch sofort entschuldigt, soll nie wieder vorkommen. Er fordert, dass man die Steuern auf Zugtickets senkt, damit die Tickets günstiger werden. Toll, oder? Ich muss gestehen, Andreas Scheuer, der ist ja schon seit ganz langer Zeit mein persönlicher Liebling. Mit dem beweist die Bundesregierung doch Humor. Da musst du doch erstmal drauf kommen, den kaputtesten Crashtest-Dummy Deutschlands zum Verkehrsminister zu machen. Andreas Scheuer, der Mann ist so begabt, nach dem wurde neulich ein Adjektiv benannt. Sein Vorschlag, die Steuern auf Zugtickets zu senken, hat mich aber trotzdem überrascht, denn eigentlich ist der Typ ja sogar für CSU-Verhältnisse ein etwas zu offensichtlicher Autolobbyist und kümmert sich nicht um die Bahn. Aber gut, in Zeiten von Fridays for Future, da steht wahrscheinlich er jetzt auch sogar ein bisschen unter, Achtung Wortspiel, Zugzwang. Aber ist doch so. Der Typ tut immer so, als würden Tempolimits deutsche Autobahnen zur verkehrsberuhigten Zone machen. Gut, mittlerweile ist sogar er für Tempolimits, ich glaube 180 auf Spielstraßen. Aber ansonsten ist er eher der Pressesprecher der deutschen Automobilkonzerne. Und was ich am tollsten finde, er ist gegen Dieselfahrverbote, er ist gegen höhere Feinstaubgrenzwerte und er trägt als Verkehrsminister eine Mitverantwortung für die dicke Luft auf deutschen Straßen. Gleichzeitig ist er aber, und das ist kein Witz, Mitglied im Jugend- und Kinderverband Frischluft e.V. Ganz ehrlich, das kannst du dir nicht ausdenken.